Ja, moin Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, von mir habt ihr jetzt schon seit einer Woche nichts mehr gehört. Lag einfach daran, ich hatte erst relativ viel zu tun mit dem Arbeiten und dann wurde ich auch noch krank, war, keine Ahnung, 5 Tage krank oder sowas. Jetzt geht es mir einigermaßen wieder besser und ich habe einfach wieder Lust, richtig Videos aufzunehmen. Kennt ihr wahrscheinlich so, wenn ihr selbst auch Videos macht oder sowas, dann, wenn man krank ist, so, da hat man einfach gar keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall wieder richtig Lust, ich bin wieder so gut wie gesund und heute fangen wir an mit dem Schocktober-Tag. Ja, ich wurde von guten C-Movies, vom Colin, wurde ich nominiert. Und der ganze Tag wurde vom guten Movie-Pyro 911 ins Leben gerufen. Ja, ich habe mir hier die ganzen Fragen aufgeschrieben und sowas. Ich habe leider kein Tablet oder sowas, wo ich die eben ablesen kann. Deshalb habe ich sie mir rausgeschrieben. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Solche Tags mache ich ja sehr, sehr gerne, auf jeden Fall. Deshalb wollte ich ihn gar nicht auslassen. Ich wurde zwar, glaube ich, schon vor knapp einer Woche nominiert, aber besser spät als nie, ne? Ja, was war der erste Horrorfilm? Also, Frage 1. Was war der erste Horrorfilm, den du je gesehen hast? Und das ist bei mir, boah, denke ich mal so um die 11 Jahre her, würde ich sagen. Ich glaube, mit 12 Jahren ungefähr habe ich den ersten Teil von Scream gesehen. Ja, für mich sowieso einer der besten Horrorfilme überhaupt. Das ist für mich schon meine Jugend so. Ich finde die Scream-Teile schon sehr, sehr lange, sehr, sehr gut und sowas. Und ich glaube, kurz nachdem der vierte Teil damals erschienen ist und ich den Trailer gesehen habe, wollte ich mir die Teile mal angucken und sowas. Und dann hatte ich auch die Möglichkeit irgendwann dazu und habe mir den ersten Teil angeguckt. Ist, denke ich mal, auch in Ordnung. Ist, glaube ich, ganz gut, wenn man erstmal mit einem Scream anfängt, als wenn man direkt mit einem Human Centipede anfängt oder mit einem, keine Ahnung, Subconscious Cruelty oder mit einem Vomit Gore oder sowas. Ich glaube, mit Scream bist du da erstmal gut bedient, wenn du das zum ersten Mal Filme guckst. Ja, Frage 2. Was war dein erster Horrorfilm im Kino? Das ist schon sehr viel schwieriger. Im Kino. Ich kann es, glaube ich, gar nicht sagen. Ich könnte jetzt raten. Ich rate jetzt mal und ich glaube, es war der erste Annabelle. Also den mit der Puppe, ne? Ich finde die Annabelle-Reihe auch ziemlich gut. Ich stehe ja eigentlich nicht so auf Dämonenfilme und sowas, aber wenn die richtig gut gemacht sind, so wie die Annabelle-Filme oder wie zum Beispiel Evil Dead, finde ich das schon sehr, sehr geil. Ich glaube, Annabelle war es. Ich kann es aber nicht ungefähr sagen. Also nicht genau sagen. Nur so ungefähr. Ja, Frage 3. Was ist dein Lieblingshorror-Genre? Lieblingshorror-Genre. Müsste ich jetzt überlegen. Aber ich glaube, ich würde mich darauf festlegen, dass es Backwoods-Slasher sind. Ich finde sowas wie Wrong Turn ziemlich geil und Hatchet ist natürlich auch mega, also eine richtig geile Reihe. Da kommt ja jetzt auch bald das Mediabook raus mit allen Teilen und da werde ich dann auf jeden Fall auch zuschlagen. Solange der Preis natürlich stimmt. Ja, also Hatchet, Wrong Turn, The Hills Have Eyes ist vielleicht auch noch, gehört da auch noch so ein bisschen zu. Das sind schon so wirklich die Filme, die wir heutzutage brauchen, weil wir kriegen ja wirklich nur von diesen Dämonenfilmen und sowas, welche im Kino oder sowas, so richtiges, also Slasher kriegen wir auch noch zwischendurch, so Halloween und sowas kommt immer was Neues raus, aber so Backwoods-Slasher, da fehlt es, finde ich. Also, wann war mal einer im Kino? Ich weiß es nicht. Also, ich kenne keinen, der jetzt im Kino war in letzter Zeit. Ja. Frage 4. Welcher Horrorfilm war eine Überraschung für dich? Also überraschend gut. Überraschend gut. Da gehe ich, glaube ich, mit die Klasse von 1984. Ja, der Film, der ist ja aus den 1982 müsste er gewesen sein. Ich glaube, der thematisiert natürlich die Klasse von 1984. Im Jahr 1984 ist natürlich klar. Aber ich glaube, der wurde im Jahr 1982 gedreht. Und als ich den gesehen hatte, der war schon richtig geil. Da brauchte ich auf jeden Fall direkt das Mediabook von. Habe ich dann hier, müsste hier, da, wo ich jetzt mit dem Finger drauf zeige, müsste es ungefähr stehen. Übrigens nicht wundern, warum ich hier eine Pizzaschachtel habe. Das ist so eine Special Edition mit Bud Spencer und Terence Hill drauf. Und ich dachte so, solange ich noch keine Filmfigur habe, die ich so schön hier platzieren kann in der Mitte meines Filmschranks, tue ich einfach mal diese geile Pizzaschachtel mit Bud Spencer und Terence Hill rein. Hat genau gepasst. Die bleibt da stehen. Alles super. Aber zurück zum Thema.
Die Klasse von 1984, ja. Ist so ein bisschen was wie Eden Lake, würde ich sagen, so von der Thematik her, mit extrem brutalen Jugendlichen, die jemanden terrorisieren und derjenige wehrt sich dann und genau, das ist eigentlich so die Grundthematik in diesem Film. Und der hat mich absolut überrascht. Absolut geiler Film für das Jahr 1982, sehr, sehr gut gealtert. Ich meine, der Film ist fast 40 Jahre alt, aber der lässt sich wirklich super weggucken. Einfach ein überragender Film, finde ich. Frage 5. Welcher Horrorfilm hat dich wirklich schockiert? Richtig schockiert. Boah, der erste, der mich, glaube ich, so richtig schockiert hat, müsste dann wahrscheinlich The Human Centipede 2 gewesen sein. Der Film ist bis dato, finde ich, immer noch einer der heftigsten Filme, die ich je gesehen habe. Also Human Centipede 2 ist schon mehr als ordentlich. Ich habe den gesehen in der Farbfassung, ich habe den gesehen in Schwarz-Weiß. In Schwarz-Weiß ist er einfach noch düsterer, aber in der Farbfassung sieht er einfach noch mal brutaler aus, meiner Meinung nach. Beide Fassungen sind einfach gut, der Film ist generell auch gut, aber boah, der ist einfach extrem heftig. Was ich aber jetzt auch noch mal erwähnen muss, in letzter Zeit gab es auch noch mal einen Film, der mich schockiert hat. Damit habe ich überhaupt gar nicht gerechnet. Und zwar habe ich den Film Antichrist mit Willem Dafoe gesehen. Und der Film hat es echt in sich. Der hat einen normalen FSK 18 Deutschland Release und ich dachte mir, Alter, was geht da ab? So, Antichrist war richtig heftig. Der geht auf die Psyche, der hat brutale Stellen. Da sind Sachen, die guckst du dir an und das ist einfach unglaublich unangenehm anzugucken. Also, das ist so eine kleine Empfehlung, wenn ihr nochmal auf so richtig hartes Zeug Bock habt. Antichrist auf Blu-ray, der ist nicht teuer und sowas, der hat ja einen FSK 18. Der Film hat es auf jeden Fall in sich, meiner Meinung nach. Ja, Frage 6. Welches Remake ist für dich besser als das Original? Da kommt mir direkt in Sinn I Spit on Your Grave, würde ich sagen. Ich finde das Original richtig geil, also mir gefällt der richtig gut von 1978. Aber der von 2010 mit Sarah Butler, der ist einfach nochmal, ja, der ist noch, hat nochmal eine Schippe drauf, ist nochmal was böser, der ist einfach nochmal besser geschauspielert, besser generell gemacht, einfach überragend. Dann fällt mir aber auch noch Maniac ein. Ich finde das Maniac Original, fand ich beim ersten Mal sichten nicht so gut, den werde ich mir aber nochmal angucken für eine Zweitmeinung. Also um mir nochmal eine Meinung zu bilden, wollte ich sagen. Da finde ich das Remake auch bis dato besser. Und von The Grudge. Die normalen Ju-On-Filme aus Japan finde ich ganz okay, also ganz gut. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Aber ich finde die Remake-Trilogie aus Amerika, finde ich da deutlich besser. So, Frage 7. Was ist dein Lieblingsjahrzehnt im Horrorbereich? Lieblingsjahrzehnt. Ich bin ja jetzt nicht so alt, ich bin 23 Jahre und für mich kommen da, glaube ich, so, ich kenne zwar viele Filme aus den 70ern, 80ern, 90ern und so, kenne ich, aber ich glaube, die 2000er sind für mich da das Beste. Da hast du die Anfänge von, da hast du zum Beispiel, wie ich eben erwähnt habe, die The Grudge Trilogie, die neue, du hast Saw, was anfängt, die ganzen Texas Chainsaw Massacre Remakes kamen langsam, die waren auch alle super, The Ring kam, was kam noch? Da kamen solche Filme wie Mirrors mit Kiefer Sutherland, den finde ich super. Generell, ich glaube die 2000er finde ich schon sehr, sehr, sehr geil. So, Frage 8. In welchem Horrorfilm hättest du gerne mitgespielt? Ja, die Frage habe ich mir rausgeschrieben und habe ich mir auch schon so gedacht, die Frage habe ich doch schon mal beantwortet. Die war schon mal in einem anderen Tag. Ich beantworte sie nochmal. Ich fände es cool, in Saw mitzuspielen, in irgendwie so eine Falle eingespannt zu werden. Ich finde das generell sehr interessant, wie die das bei Saw machen. Ist auch eigentlich egal, in welchem Teil ich da mitspielen würde. Aber so das mit diesen Fallen und sowas, wie die das am Set machen, das würde mich generell interessieren. Und dann einfach so da ein Opfer zu sein in einer Saw-Falle, warum nicht? Ist doch bestimmt cool. Frage 9. Hast du 3 Geheimtipps für uns? Ja. Das ist auch die einzige Frage, wo ich mir Gedanken gemacht habe, schon während ich die Fragen aufgeschrieben habe. Weil ich wollte jetzt nicht hier sitzen so und dann, puh, Geheimtipps und so, habe ich keine Antwort früher und sowas. Sondern ich habe mir dann direkt mal Gedanken gemacht und dann erzähle ich jetzt einfach mal. Und zwar der erste Geheimtipp ist
finde ich, kommt halt auch immer darauf an, wie man sagt, Geheimtipp und sowas. Viele kennen die Filme vielleicht schon oder sowas, aber ich habe jetzt mal ein paar ausgewählt, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, weil ich könnte jetzt hier natürlich auch sagen, hier, Geheimtipp Eden Lake oder Geheimtipp, keine Ahnung, Maniac, hier, den neuen mit Elijah Wood und sowas, könnte ich alles sagen, aber das sind ja keine Geheimtipps, das sind einfach alles Filme, die ihr schon kennt. Deshalb sage ich jetzt einfach mal den ersten, und das ist The Seasoning House. The Seasoning House ist auch ein Rape-and-Revenge-Film, der, glaube ich, soweit ich weiß, nicht so den größten Erfolg hatte, aber der es auf jeden Fall in sich hat. Der hat auch ein FSK 18 in Deutschland bekommen, aber hat es auf jeden Fall in sich und ist auf jeden Fall auf dem gleichen Level auch von Brutalität, von Bösheit und sowas, Bosheit heißt das ja, von den I Spit on a Grave-Film oder The Last House on the Left, würde ich sagen. Deshalb, The Seasoning House als Rape and Revenge-Streifen, eine absolute Empfehlung. Als zweiten Geheimtipp habe ich House of Nine. House of Nine wird euch jetzt wahrscheinlich gar nichts sagen. Das ist ein Horror-Thriller mit Kelly Brook, heißt sie, und ach, wie heißt der denn jetzt hier von Texas Chainsaw 2 oder von Land of the Dead? Wie heißt der denn nochmal? Mein Gott. Wie ist er denn nochmal, der Alte? Mein Gott. Moment. Da gucken wir mal. Ich hab doch hier das, ach. Hier ist der Film. Hab ich ihn noch in dieser TV-Movie-Variante. Dennis Hopper, wie konnte ich nicht auf den Namen kommen? Absolute Legende im Filmgenre. Ist ja leider auch schon verstorben, soweit ich weiß. Auf jeden Fall House of Nine habe ich hier. Absolute Empfehlung. 9 Leute werden in ein Haus eingesperrt. Der letzte, der überlebt, gewinnt irgendwie 2 Millionen Dollar oder sowas. Ganz einfaches Prinzip, aber der Film war absolut geil. Genau. So. Dann kommen wir zum dritten Geheimtipp, genau. Da habe ich Unknown User Dark Web. Ja, der erste Unknown User, den kennt wahrscheinlich jeder mittlerweile. Aber viele wissen gar nicht, dass es da einen zweiten Teil gibt. Und zwar Unknown User Dark Web. Der Film, der hat den ersten Teil bei weitem übertroffen, aber bei absolut weitem. Unknown User Dark Web, für mich glaube ich sogar einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre. Es handelt sich, es geht genauso weiter wie Unknown User 1, halt so mit dem Anklicken und sowas, mit den Skype-Chats und sowas. Und da geht es dann halt im Endeffekt halt ums Darknet. Und ja, der Film ist wirklich relativ realistisch gehalten und der hat es auf jeden Fall in sich. Der hat eine Menge Spaß gemacht, der hat eine Menge Momente, wo du denkst, puh, okay. Absolute Empfehlung, wer Bock auf sowas hat, wer schon Unknown User 1 ganz gut fand, der wird Teil 2 lieben. Ja, Frage 10. Du bist der Regisseur. Was ist deine Horrorfilm-Idee? Wenn ich der Regisseur wäre, dann bräuchten wir jetzt mal, irgendwann wieder, bräuchten wir mal richtig gute Kannibalenfilme, oder? Also ich finde, der letzte gute Kannibalenfilm, der rauskam, da gibt es sogar geteilte Meinungen, den fand nicht jeder gut, aber ich fand Green Inferno gut. Der ist jetzt auch schon wieder, glaube ich, 7 Jahre alt oder sowas. Und was gab es sonst noch für Kannibalenfilme? Wrong Turn, aber das ist auch kein richtiger Kannibalenfilm. Klar, es sind Kannibalen, aber ne, ihr wisst schon, so ein Kannibalenstamm und sowas. Ich würde, glaube ich, so einen Film drehen mit so einem Kannibalenstamm. Also, ich finde, sowas fehlt mittlerweile. Früher in den 80ern hattest du Cannibal Holocaust, Cannibal Ferox und sowas. Alles Mögliche. Aber heutzutage fehlt das, finde ich. Und ich hätte da Bock drauf. Also noch mehr neue Kannibalenfilme. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Ja, das waren die 10 Fragen. Und dann hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat. Und ich bedanke mich natürlich, dass ich getaggt wurde. Ja, wen ich jetzt noch taggen soll, weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob dieser Tag jetzt noch aktuell ist. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr getaggt werden wollt, dann schreibe ich euch noch eine Nachricht, dann tagge ich euch und dann könnt ihr auch gerne so ein Video machen. Ich habe jetzt niemanden bestimmten, wo ich jetzt weiß, der hätte Bock auf den Tag und sowas. Deshalb, ja, sage ich
bis zum nächsten Mal und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.